Und damit sind wir wieder zurück in Final Fantasy 16. Ich bin es, MC Muffix, und was für einen spektakulären Part hatten wir beim letzten Mal. Der Titan, der ja absolut amok gelaufen ist, zu viel Eder hier intus hatte, war unser Feind, und Clive, der ebenfalls hier dann die Kraft des Mutterskristalls geschöpft hat, konnte ihn bezwingen. Daraufhin haben wir den Mutterkristall zerstört, und für Dalmaika wäre das auf jeden Fall nicht so gut. Ich bin ja sehr gespannt, was eigentlich hier unsere Verbündeten hier dazu sagen, Lugo und so, dass wir den Kristall zerstört haben. Auf jeden Fall, Bahamut, denke ich mal, wird jetzt unser nächster Kontrahent sein. Er wurde hier nämlich erstmal, ja, dekretiert, und Olivier, der heißt, dieses Mistkind, ist auf einmal der Kaiser. Was? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal zum Versteck zurück und hoffen mal, dass zumindest der Sieg über den Titan hier fröhlich aufgenommen wird. Zuerst sollte ich mit Otto reden. Die Wege müssen ausgewechselt. Aus der Versenkung. Also ich hatte mir jetzt schon irgendwie ein bisschen eine euphorischere Rückkehr gewünscht. So, yeah! MC Muffix, du hast das Unmögliche gemacht! Ja! Du bist mein Held! Und vielleicht geht's auch Jill wieder gut. Ich finde das nämlich traurig, wenn wir hier alleine umherziehen müssen. Ah ja, gute Frage. Und wo ist unser Onkel? Das, was Ultima beim letzten Mal gesagt hat, dass er im Endeffekt alle Verbindungen zu uns zerstören will, das lässt für mich ehrlich gesagt darauf hinweisen, dass er wahrscheinlich Joshua und unsere Onkel töten will. Chill. Akzeptiere ich nicht. Behilflich sein? So, krieg ich mal erstmal schöne Belohnung von dir. Ein Berserkerring. Dem Ruf eilt dir soweit voraus. Sid der Geächtete. Dass ein erheblicher Teil meiner Gäste lieber pausenlos von deinen Taten spricht, anstatt selbst zur Tat zu schreiten. Ich finde, dafür schuldig dir zumindest einen Teil meiner Einheit. Ein besonders leidenschaftlicher Verehrer hat das hier auf meinem Nachttisch zurückgelassen. Mögest dir es dir leisten. Mögest dir bessere Dienste leisten an ihm. Eine vielbeschäftigte Kurtisane. Oh! Nachttisch? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Barkeeperin oder so. Okay, gut. Clive, du bist zurück. Bin ich. Heute sogar mit einer guten Nachricht. Hugo Kupka ist besiegt. Das ist ja... All unsere Kameraden, die es damals nicht geschafft haben, lächeln dir gerade von oben zu. Wir haben schon durch Lubos Stolas von Drachenfangs Ende gehört. Ich schätze, das war auch dein Werk, oder? Ist eine lange Geschichte. Bestimmt eine für die Geschichtsbücher. Willkommen zurück. Endlich zu Hause. Geht's dir besser? Viel besser. Und deswegen werde ich von jetzt an wieder mit dir gehen. Ob du willst oder nicht. Aber natürlich. Otto. Gab es Neuigkeiten von den Valutern, während ich weg war? Solltest du nicht die Füße hochlegen? Na, wenn du es wirklich wissen willst, dann geh und rede mit Vivien. Danke. Mach ich. Der siegreiche Held kehrt zurück. Und er hat kaum einen Kratzer. Ein, zwei Schrammen habe ich schon. Nun, da du gleich zu mir kommst, anstatt Tayas Dienste in Anspruch zu nehmen, gehe ich davon aus, dass du noch etwas anderes hast. Eine Spur. Und zwar von Valutan. Ganz genau. Aber welche Pläne Kupka auch mit ihnen ausheckte, er nahm sie mit ins Grab. Wie auch seine Männer. Getötet von orkischen Eindringlingen. Orks, Vivien. In Sturm hat man noch nie welche gesehen. Die Valuta müssen sie hergebracht haben, aber wozu? Warum retten sie erst Kupka, erobern dann sein Zuhause, den Mutterkristall eines Verbündeten und lassen beide fallen? Ich versteh's nicht. Kennst du die Geschichte vom Blinden und der Adamantaimai? Man lässt sich leicht in die Irre führen, wenn man sich zu sehr auf kleine Einzelheiten konzentriert.
Man muss das Gesamtbild im Auge behalten. Und was zeigt das Gesamtbild besser als meine Karte? Das Königreich von Valut hat ganz Ashra fest in seiner Hand. Barnabas Tham, Odins Dominus, hat sein Reich durch Blut geeint und behauptet. Der Unabhängigkeitskrieg von Kanva 849, der Krieg der zwei Welten 865, die Schlacht auf der Belenus-Höhe 873. An welcher Front die königlichen Truppen auch kämpften, Odin war stets an ihrer Seite zu finden. Jüngst erweckt der König der Kriege jedoch den Anschein, sein Schwert niedergelegt zu haben. Denn obwohl die Schlacht um das Kristalldominium tobt, ist noch kein einziges Valuta-Schiff seinen dalmekischen Verbündeten zur Hilfe geeilt. All das, während die Fäule ungebremst Ashras Boden verschlingt. Und doch zeigt das sonst so kriegslustige Valut kein Interesse, sich noch fruchtbares Land zu sichern. Wozu dann aber der Aufwand, eine Horde Orks zum Herzen von Drachenfang zu schiffen? Und das ohne auch nur zu versuchen, den Mutterkristall für sich zu erobern. An einem Mangel an militärischer Macht kann es nicht liegen. Tams Heer ist beispiellos. Nein, es muss mehr dahinter stecken. Denn eines steht fest. Odin wird wieder reiten. Fragt sich nur wann. Wen werden seine Hufe unter sich begraben, wenn es soweit ist? Kurz gesagt, ich weiß nicht, warum Valut Kupka hintergangen hat. Jedoch war es sicherlich Teil eines größeren Plans. Zur Verwirklichung der Ambitionen eines Mannes. König Barnabas. Aber es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Um einer Krankheit beizukommen, muss man zuerst ihre Symptome bestimmen. Glücklicherweise hat dein Onkel angeboten, genau das zu tun, indem er die Valuta im Auge behält. Mein Onkel legt sich wirklich ins Zeug. In der Tat. Wir können im Moment nichts tun, als auf seine Berichte zu warten. Nur, du hättest schon eine Aufgabe. Du musst deine Kameraden wissen lassen, dass ihre Toten gerächt wurden. Hugo Kupka ist tot. Die Wunden jener Nacht klaffen noch immer. Besonders bei denen, die Sid schon lange kannten. Vielleicht können diese Wunden endlich beginnen zu heilen. Sieh es als Gebühr für die heutige Lektion. Seit wann bist du denn so empfindsam? Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sind allesamt in Wahrheit empfindsame Wesen. Das sind wir wohl. Also gut. Ich gehe und sage es ihnen. Genau, zu Chardon und so müssen wir gehen. Die von Anfang an schon dabei gewesen sind und hier ihre Freunde haben sterben lassen. Also, Odin, war das wahrscheinlich die Person, die wir hier gesehen haben, die hier das so beobachtet. Okay, liebe Leute. Auf jeden Fall, das wird übel werden. Noch grausiger als der Kaiser Odin. Gut, dass du wieder da bist. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich hab dich so vermisst, Leute, ich kann dir nicht helfen. Das ist Leben nicht lebenswert, das weißt du doch. Willkommen zurück, Clive. Ich hatte gehofft, dass du schnell zurückkommst. Schledorn. Hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte. Die Zeit ist reif, oder? Ein neuer Anfang mit einem neuen Sid. Ich werde ihm Ehre machen. Da schaut aber jemand zufrieden drein. Sind die Gerüchte also wahr? Dir entgeht auch gar nichts, Karin. Es stimmt. Kupka ist tot.
Sorgen. Ein paar Sorgenfalten weniger also. Gut. Ich habe noch genug andere. Werd nicht übermütig. Verlangt es euch nach dem Geschenk des Wissens? Nein. Heute teile ich meines. Hugo Kupka ist tot. Er ist... Oh, ist das wirklich wahr? Guck, er heult ja. Wirklich. Er hat Pipi in den Augen. Aus gutem Grund, ihr zwei. Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute. Nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Endlich. Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Bitte lasst mich es den anderen sagen. Hippokrates. Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas absichtlich verschleiert wurde. Alles deutet darauf hin, dass eine solche Kreatur niemals existiert hat. Aber es gibt ihn. Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt für Sterbliche nicht zu begreifen. Eine Naturgewalt. Ob dieses Wesen, das ihr saht, wirklich Ultima war oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich nicht. Aber bis ich das weiß, werde ich meine Forschungen weiterführen. Danke. Vielen Dank. Gut. Mal sehen, ob Otto noch was für mich hat. Das mit diesen Kindern von den Grafen. Was sind das für Berger, Mann? Schau mal. Können eine linke und eine rechte. Oh, danke. Da müssen sie auch gescheit erzogen werden. Also, schauen wir erstmal. Neue Ressourcen. Daron, sei gefälligst glücklich. Also. Kaufen wir uns. Macht mir Schaden, wieso nicht? Brauchen wir nicht. Ohrringe, das müssen wir hier alle nicht holen. Nee, immer meine Standard-Feuer-Items. Bis von Anfang bis Ende. So. Das Gute ist, da wir sehr wenig in unseren... Also wir haben ja nur in der Ifrit-Form gekämpft, habe ich nie meine Heiltränke gebraucht. Das ist immer das einzig Positive. So. Den Verstärker. Plus 1, genau, für Gaias Zorn. Den haben wir hier bekommen. Sehr gut. Oh, ja genau, und dann Verstärker plus 2. Genau. Das muss erstmal reichen. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal. Wir können immer noch nichts upgraden. Seitenstäbe plus 1 und dafür brauchen wir weiß. Also die Seitenstäbe haben wir nicht und weiß, wie man Knochen haben wir auch nicht. Na gut, dann müssen wir es auch nicht herstellen. So. Oh, die Jägerarmbinden kommen wir jetzt mal an. Ah, dafür ist der zweite Gaiaszorn. Ja, schon besser. Passt. Sehr gut. Aber mal diese super wichtigen Items, die wir vor dem Boss halten. Und das, also die Jäger stimmt, das hört sich jetzt eigentlich nicht so spektakulär an, dass es für einen Bossfight rankt. Aber nun gut. Kupka ist tot, so ist es. Und der steht nimmer auf, Mann. Also er ist dreimal aufgestattet, aber jetzt wirklich nimmer. Seit du zurück bist. Schickt Vivien dich durch die Gegend, oder was?
Sowas in der Art. Ah, du sollst die frohe Kunde verbreiten. War das ihr Vorschlag? Ja. Und sie hatte recht. Die Leute sind alle erleichtert. Alle? Du warst doch noch gar nicht bei allen. Ein paar Kameraden am alten Versteck würden friedlicher ruhen, wenn sie von Kupkas Tod wüssten. Allen voran Sid. Du solltest zu ihm. Stimmt. Sollte ich. Und das werde ich. Gut. Frag auch mit. Vielleicht begleitet sie dich. Sie hämmert und schraubt von früh bis spät in ihrer Werkstatt rum, als gäb's nichts anderes mehr. Keine Ahnung, wann sie überhaupt das letzte Mal am Grab ihres Vaters war. Ist gut. Ich frag sie mal. Nie? Warte, Mittler Telemon. Sids Tochter! Ah! Okay. Sehr schön, ich habe das nämlich nicht gecheckt, dass sie seine Tochter ist. Das wurde auch, da hieß es noch, mein Vater hat mich da hingeschickt, ja. Ich dachte, er hat gesagt, sie wäre Autos Tochter. Was? Wollen wir wissen, wer die Mutter ist? Ne, wir können es uns denken. Keine feste Beziehung war es auf jeden Fall. Jo, eine Sache, die wir uns definitiv verdient haben, nämlich ein kleiner Besuch bei unserem Mentor und Freund Sid. Schieß los, Clive. Was steht an? Ich gehe Sid besuchen und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme... Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für... Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat. Die Enterprise. Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen müssen, um weiterzukommen, hat unser Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht uns mehr Feuer unterm Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Womit wir wieder beim Aggregat wären. Zufälligerweise habe ich in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann, wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Braver Clive, darauf habe ich gehofft. Zuallererst brauche ich ein paar Teile. Das Aggregat hat drei Hauptkomponenten. Die Panzerung, hier, leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilde an den Seiten, die verhindern, dass das Schiff abfackelt. Klingt fast nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst? Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Zeig sie einfach Schledern. Der macht das schon. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Keine Sorge. Verlangt auch keiner. Wenn jetzt kommt, dass ich Items in der ganzen Welt mehr zusammensuchen muss, dann ist meine Sympathie für sie gleich weg. Ich finde schon nicht cool, dass sie durch die Basis die ganze Zeit auf- und ablaufen kann. Ich befürchte Schlimmes. Bei Schledung geht es hin und sagt, ja, ja, voll gut, okay, gut, aber bitte gib mir 3 Wolfsfellknäule und einen super Rare Drop von irgendeinem Ding. Naja, wir brauchen ja auch ein bisschen, wir müssen ja auch ein bisschen runterkommen. Naja, ein Sid, der ein Luftschiff bauen will. Wer hätte es gedacht? So was gibt es. Es ist natürlich schade, Luftschiff war natürlich mal so das absolute Highlight in Final Fantasy. Nachdem die Regale in Final Fantasy 15 war. Ist natürlich hier nicht der Fall, weil es natürlich diese wunderschöne Schnellreisefunktion gibt. Aber trotzdem, liebe Leute, sowas gehört einfach dazu. So, ich möchte kurz mal meine Briefe lesen.
Heimkehr. Ich möchte mich für das, was in Rosalie passiert ist, bei dir, Gav und Torgel entschuldigen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ihr nicht so entschlossen gekämpft hättet. Wieder einmal warst du für mich da, als ich dich gebraucht habe. Und dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Mir fällt auf, bevor wir da hingereist sind, hatten wir eine Kussszene. Deswegen war ich mir nicht so sicher, dass sie stirbt, weil, ja. Leute, können wir da weitermachen? Die Stadt, die mir zur Heimat geworden war, in Schutt und Asche zu sehen, hat mir das Herz so schwer gemacht. Aber wir dürfen jetzt nicht zurückbleiben, sondern müssen unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Heute richten. Unsere Erinnerungen werden noch auf uns warten, wenn alles hinter uns liegt. Sid der Zweite gestattete mir, mich noch einmal für meinen anfänglichen Mangel an Vertrauen zu entschuldigen. Aber ich bin sicher, ein Mann wie du versteht, dass man sich erst einmal verdienen muss. Vor allem in Zeiten wie diesen. Wie auch immer, meines hast du auf jeden Fall. Und du kannst dir sicher sein, dass du es so schnell wie nicht mehr verlieren wirst. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. Rosena. Ich bin langsam gespannt, was ihr... Weiser? Ich meine, eigentlich muss er ja wissen, dass wir die Kristalle zerstören. Würde mich nur interessieren, ob er da irgendeine Meinung dazu hat. Und gut. Schledorn, ich habe eine Bitte. Die wäre? Sie ist von Matt. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na sag schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Bei Quikors Bart. Also, keine Ahnung, wofür man das braucht, aber ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Hol mal Gav und Otto her, ja? Ist gut. Also hat uns mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was ich kann. Und, was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen mitredet. Deswegen müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Übernehmt ihr das. Besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir's hinter uns. Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. Wer von den beiden ist denn jetzt der Holde Auserwählte? Gav, komm mit mir. Alles klar. Und wo finden wir denn jetzt diesen Sternsand? Im südlichen Teil der Weltkreu gibt es einen Fluss. Haltet an seinen Ufern nach schwarzem Sand Ausschau. Ein Fluss im Süden der Weltkreu, ja? Das heißt bei Dalimil. Ich gehe mich da mal umsehen. Vielleicht frage ich auch gleich mal nach Hilfe, falls wir sie brauchen. Danke. Wir treffen uns am Fluss. Während die im Sand spielt, werde ich den Rest bei Schledorns Händler besorgen. Bis dann. Wir sehen uns. Lass dich nur nicht übers Ohr hauen. Was? Mich? Das schafft so leicht keiner. Dann legt mal los. Ich habe mich für Gav entschieden, weil ich Angst habe, wenn wir Gav alleine lassen, dass da irgendwas Schlimmes passiert. So. Also dann, auf geht's zu der Maker-Schenke. Okay. Wo haben wir hier? Na gut, wir haben nicht. Ja gut, da werden wir auch sicher, ich glaube, da werden wir nicht gefragt, werden wir auch ganz sicher nochmal ein kleines Gespräch mit unserem Wüstenhäschen haben. Aber mir fällt gerade auf, Sid mit, eigentlich macht voll Sinn. Unser Held kehrt zurück.
Wir beide. Wir beide haben mehr gemeinsam, als man auf ersten Blick meinen würde. Wir sind nicht nur beide Meister im Umgang mit der Klinge und obendrein schön anzusehen. Nein, wir führen auch beide einen berühmten Namen weiter. Was denn? Dachtest du etwa, dass ich Rosina Damil frei erfunden habe? Das war der Name meiner Lehrmeisterin. Und ich habe ihn von ihr übernommen, zusammen mit ihrem Beinamen und ihrer Schmiede. Nach allem, was sie für mich getan hat, war es mir ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass ihr Name weiterbelebt. Sie hat mich von der Straße geholt und meine ungeschickten Finger dazu gebracht, ehrliche Schmiedearbeiten zu verrichten, anstatt unredliche Missetaten. Bedauerlicherweise verließ sie mein Leben genauso plötzlich, wie sie hineingefunden hat. Ich schwor in ihre Fußstapfen zu treten. Ich wollte anderen eine ebenso große Inspiration sein, wie sie es für mich gewesen war. Deshalb halte ich ihre Schmiede am Laufen. Deshalb spiele ich die Wüstenhäsin und kümmere mich um die Weisen von Damil. Bis vor kurzem war ich noch der Ansicht, dass meine Verpflichtungen gegenüber Renzo und Dirka meine größte Sorge sind. Dann allerdings tauchte der berühmt-berüchtigte Sid wieder auf und da hat alles verkompliziert. Sollte meine Aufmerksamkeitsspanne für euch alle reichen, aber sieh mir nach, wenn die Wüstenhäsin nicht immer auf Abruf für euch bereitsteht, ja? Boah, da labert viel. Ich versuche mein Bestes, liebe Leute. Ist nicht immer so einfach, wenn man hier gegen Titanen kämpft. Boah, Leute. Frage ich, wer als nächstes kommt. Odin oder Bahamut, Mann. Das wird spektakulär. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, bevor wir nun wieder in unsere gute, altbekannte Wüste gehen. Mit Torge. Machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Final Fantasy 16. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.